Wäre gut gewesen. Ich bin sicher, dass da nichts außer einer dieser Hotelbibeln drin ist. Es geht nicht auf. Man kann auf den Friedhof hinausschauen. Gruselig. Es ist eine altmodische Wasserkaraffe. Aus Potsdam. Nein. Es ist ein Klappbett. Ich komme nicht dran. Und wie kommen wir daran? Hui, ich wette, seine Zimmermiete ist bis heute auf eine gewaltige Summe angewachsen. Das Klappbett wurde so oft zugeschlagen, dass es ein Loch in die Wand geschlagen hat. Aha. Die Meistersuppes. Ein Leben in Bildern von M.M. Meistersuppe. Interessant. Nicht. Nehmen können wir es nicht. Ich komme nicht dran. Tja. Ich komme nicht dran. Das bringt nichts. Er ist so modrig, dass ich ihn lieber nicht öffnen möchte. Dann gehen wir mal wieder. Oh, ein Rezeptbuch. Ich nehme es mal mit. Oh, können wir tatsächlich. Oha. Dran blättern. Das ist jetzt aber absichtlich leer. Okay. Tja, sehr schläfrig. Okay. Schließen wir das und gehen wir hinaus. Vielleicht kommen wir irgendwie auf den Friedhof drauf. Ich denke, das könnte noch gut sein. Hier geht es noch weiter, hier gibt es noch was zu entdecken. Und ja, der Friedhof. Gedenktafel. Da steht Tex Venture. Nein. Tex Venture. Aha. Sie ist verschlossen. Städtisches Heim für Verstorbene, Blood Island. Die Gruft. Wir können in die Gruft gehen. Sie ist verschlossen. Nein. Tja. Klecks der Gärtner. Hier liegt der alte Klecks. Es raffte ihn dahin. Er trank sein Unkraut-Ex, verdünnte es mit Gin. Oh, ein alter Hund. Und eine sehr kleine Hundehütte. Ich kann gerade niemanden darin sehen. Es ist fest verschlossen. Okay, wir kommen also nicht rein. Nein, ich hoffe, der Besitzer dieser Hütte schläft nicht darin. Wir werden es sehen, befürchte ich.
Es ist eine Schleck- und Kleckerwerkbank. Ich wollte immer eine haben, aber nee. Passt nicht zum Inventar oder was? Die sind viel zu alt, um je wieder nützlich zu sein. Es ist ein Haufen alter, rostiger Totengräberwerkzeuge. Und verzierte Werkstatt. Das will ich nicht mit mir herumzerren. Hammer und Meißel mitgenommen. Nein. Kopfkratz. Napf. Das möchte ich nicht. Okay, Freundchen, das wird kein bisschen wehtun. Hey, ich glaube, es hat gar kein bisschen weh getan. Er wechselt wohl gerade das Fell. Tja. Oh, wir haben Fell. Also. Das möchte ich nicht. Tun wir dem was ins Keks. Ich will diesen Keks behalten. Vielleicht werde ich später hungrig. Wie können wir den essen? Der sieht lecker aus. Wie soll ich diesen Keks benutzen? Tja. Wir haben noch einen Hammer. Warte mal. Wir hatten doch am Anfang am Strand, hatten wir doch eine Palme, auf dem Ei saß. Und ich habe doch schon gesagt, wir brauchen einen Hammer, um das zu schaffen. Dann gehen wir später noch hin, seltsame Lichter. Zum Vulkan. Zum Strand wollte ich hin. So, hier. Sekunde. Auf dem Felsen Kissen legen und dann mal den Hammer. Haben wir einen Hammer? Ja, wir haben einen Hammer. Sehr schön. Nicht kaputt gegangen. Und wir haben ein Ei. Okay. Was auch immer. Tja. Eine Pfütze können wir nicht auch sammeln. Noch irgendwas zum Mitnehmen. Öffnen. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Okay, dann nicht. Ein Kochtopf. Den haben wir noch nicht untersucht. Ich werde den schweren Topf nicht ohne Grund mit mir rumschleppen. Also, wir alle brauchen in unserer Ernährung mehr Eisen, aber nicht so. Es ist ein großer, schwer aussehender, gusseiserner Kochtopf. Wir waren noch nicht dort drüben. Wir müssen die Insel noch weiter erkunden. So, hier hin zur Windmühle wollen wir hin. Okay. Mal den Pfeffer ernten. Wir gehen dorthin, wo der Pfeffer wächst. Okay, wir haben Pfeffer. Wir haben Ei. Vielleicht kann man da was aus dem Rezeptbuch draus machen. Wo ist das Rezeptbuch? Rezeptbuch. Ein Ei, Pfeffer und Haar, das. Oh ja, hier. Das ist genau das Rezept, was wir brauchen.
Vielleicht kann das uns der Kollege hier machen. Mit Zutaten für ein Rezept. Wie wär's mit einem Ei? Ich habe dieses das, Ei für das der Muntermacher für ihn. Danke. Und Pfeffer? Hier ist eine wilde Pfefferschote fürs Antikatermittel. Danke. Und Haare. Hier ist was von den Haaren des Hundes. Hat er dich gebissen? Naja, nicht wirklich, nein. Dann wird das wohl nicht viel nützen, nicht wahr? Klingelt mein Schädel. Wie was? Nicht nützen, aber wir haben doch jedes Rezept. Hier Anhang A. Haar des Hundes, der dich gebissen hat. Achso, der muss uns gebissen haben. Na toll. Okay, wie kriegen wir den Hund dazu, dass er uns beißt? Ja. Ich gebe den Hund dazu, dass er uns beißt. Seine Knochen wegnehmen konnten wir nicht. Das haben wir schon versucht. Geh mal zu den seltsamen Lichtern. Finden wir da noch was? Dieses Dorf ist verlassen. Und trotzdem sieht es so aus, als würde es ein großes Fest geben. Wie seltsam. Tja. Ich weiß nicht, was ich mit dem Obst anfangen soll. Es ist ein Tisch, der mit Obst und Gemüse gedeckt ist. Nein. Ein Holzbohrer. Und ein Messbecher. Oh, hallo, Inselbewohner. Nein. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ein Pirat, was? Nun, dann müsstest du dir doch der enormen Gefahren bewusst sein, die mit einem Spaziergang in ein Kannibalendorf verbunden sind. Aha. Kannibalen? Du sagst das, als sei es etwas Negatives. Nun, das ist es. Aber wir sind nicht länger brutale und blutdurstige Kannibalen. Nein? Nein. Wir durchlebten vor ein paar Jahren eine gewaltige Veränderung in unserer Glaubensstruktur. Aha. Wirklich? Das ist faszinierend. Wir haben beschlossen, uns einem gesünderen Kannibalismus zuzuwenden. Wir haben die komplette Aufnahme von Missionarsfett zurückgeschraubt und wurden alle Vegetarier. Aber es gab da sicherlich eine Zeit, da hätte ich dich vergessen. Junge Kerle wie du, nicht zu viele Muskeln. Hey! Ich hätte dich vermutlich 45 Minuten in Weißwein mariniert, dich in einen Hauch Butter gestippt, in Bananenblätter eingewickelt und in einem Loch zusammen mit 100 heißen Kohlen verbuttelt, dich über Nacht rösten lassen. Dann hätte ich dich auf einem Bett aus Basmati-Reis serviert. Zusammen mit Shiitake-Pilzen und Schalotten. Aber jetzt nicht mehr, oder? Aber jetzt nicht mehr, oder? Hä? Oh, genau. Richtig, richtig. Habt ihr keine Angst, dass der Vulkan euer Dorf zerstört? Der Vulkan? Oh nein. Mount Sodbrand ist völlig harmlos. Wir haben zu Sherman, dem allmächtigen Gott des Vulkans, ein Verhältnis, das ich gesagt habe. Der Gott des Vulkans liebt würziges Essen? Halt den Mund, oder ich esse dich. Okay. Als wir die Insel das erste Mal betraten, war der Gott sehr erzürnt. Qualm stieg in ihm auf und er spuckte Lava. Es war wirklich eklig und barg ein großes Gefahrenpotenzial in sich. Wir wussten, dass wir etwas unternehmen mussten, um den Gott zufriedenzustellen und dachten, ein ordentliches Opfer wäre das Richtige. Naheliegende Vermutung. Aber als wir das Opfer in den Vulkan warfen, brach Mount Sodbrand heftig aus. Wir dachten, Sherman wäre böse auf uns, also brachten wir ihm jeden Tag Opfer. Wir haben alles versucht.
Fisch, Geflügel, Vieh, Phenylalanin. Das Übliche halt. Dann eines Tages versuchten wir es mit Ri. Es gab eine riesige Eruption, die uns beinahe alle getötet hätte. Was ist geschehen? Sherman verträgt keine Laktose. Ah, jetzt ergibt es einen Sinn. Jetzt macht Sherman eine sehr strenge Diät. Er bekommt nur frisches Obst, Gemüse und natürlich Sojaprodukte, wegen der für den Muskelaufbau so wichtigen Proteine. Aha. Beiseite, ich beabsichtige den Vulkan zu besuchen. Wir gehen alles durch, alle Optionen. Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Wir beginnen gleich mit unserer Zeremonie. Fantastisch! Ich bin fasziniert von euren idyllischen Stammesbräuchen. Postkarten und Dias sind in der Lobby erhältlich. Nicht-Kannibalen ist es untersagt, bei der eigentlichen Zeremonie anwesend zu sein. Das ist aber unfair. Sag das den Vulkangöttern. Ich mache die Regel nicht, weißt du? Tja. Wir gehen, glaube ich, einfach mal durch. Wann beginnt die Zeremonie? Sie sollte bereits vor einer halben Stunde beginnen. In diesem Augenblick bereiten Mitglieder meines Dorfes ein menschenähnliches Opfer für den Vulkangott vor. Menschenähnlich? Wegen der heiklen Verdauung des Vulkangotts können wir ihn nicht mit echten Menschen füttern. Also opfern wir einen Menschenersatz. Er schmeckt nicht richtig wie ein Mensch, aber er hat eine ähnliche Beschaffenheit. Worauf wartet ihr noch? Wir warten noch auf unseren Stargast. Aha. Wer ist euer Ehrengast? Er ist Botschafter einer der anderen Inseln. Das ist Teil eines neuen Kannibalenbegegnungsprogramms zwischen den Dörfern. Offensichtlich sind nicht alle Dörfer so pünktlich wie unseres. Ich helfe euch, ihn zu suchen. Wie sieht er aus? Ich weiß es nicht. Er sollte für die Zeremonie passend gekleidet sein. Und er sollte besser ein Vegetarier sein. Wir haben ausdrücklich um einen Vegetarier gebeten. Aha. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht liegt es dran, dass ich aussehe wie eine große Zitrone. Ja, genau. Aber da ist noch was anderes. Wir haben uns schon mal gesehen. Damals auf Monkey Island. Ah, Monkey Island. Wir hatten da ein nettes Dorf. Hütten mit Mieterschutz, nah an guten Schulen. Das waren sozusagen die Salatzeiten, bis sie diesen verdammten Jahrmarkt errichteten. Jahrmarkt? Ja, Jahrmarkt. Kaum stand das erste Zelt, schwupps, und die ganze Gegend war in. Zu jeder Nachtzeit kamen Seeleute. Die grausame Musik nudelte und nudelte. Und wenn du mich fragst, ich glaube, die ganzen Gewinnspiele waren manipuliert. Ja, ja. Es war des Nachts für einen Kannibalen auf den Straßen nicht mehr sicher. Wir müssen, wenn wir damit fertig sind, irgendwann mal, jetzt nicht direkt danach, aber irgendwann mal, das Secret of Monkey Island, also der Teil 2 mal spielen. Teil 1 vielleicht auch mal. Wäre vielleicht nicht schlecht, damit wir die Trilogie drin haben, aber. Ja, Ich möchte wirklich gerne den Vulkan sehen. Du bist kein Kannibale. Secret of Monkey Island müssen wir auch mal spielen. Die Heiligkeit unserer Zeremonie beschmutzen. Ach, könnt ihr dieses Wird ja viel drüber geredet in diesem Teil. Das ist ein Notfall. Ich würde ja gerne, aber wenn ich dich hereinlasse, müsste ich jeden hereinlassen. Und ehe man sich versieht, ist Kannibalismus in. Und man dreht Dokumentarfilme über uns. Ich bringe ein Geschenk für den Gott des Vulkans. Oh, wir können von Außenstehenden keine Geschenke annehmen. Regierungsbestimmungen, Gesundheitsvorschriften, Tabus und so weiter. Ich grüße ihn dennoch von dir. Aha. Ich spiele mit dem Gedanken, Kannibale zu werden. Hast du bereits Vorkenntnisse? Nun, ich habe früher an meinen Fingernägeln gekaut. Tja, eigentlich darf ich das nicht tun. Aber ich mag dich, du hast Pep. Nach der Opferung werde ich mit deinem Kannibalismus-Einsteigerprogramm beginnen. In nur 4 kurzen Jahren wirst du in der Lage sein, bei unserem Vulkanritual mitzumachen. 4 Jahre? Moment mal. Habe ich Kannibal gesagt? Ich wollte sagen Hannibal. Ich will Hannibal sein und mit Elefanten über die Alpen ziehen. Aha. Sind wir vielleicht nicht ganz ausgeglichen? Nettes Dorf habt ihr hier. Danke. Es ist nicht viel, aber es ist ein Zuhause. Wir haben unser Bestes gegeben, um den klassischen Charme eines Kopfjägerdorfes einzufangen. Während wir zur gleichen Zeit all die modernen Behaglichkeiten, die uns die europäischen Eroberer brachten, einbezogen. Dir ist vielleicht bereits unser hochmodernes Schlachthaus aufgefallen, welches so geschickt entworfen wurde, dass es nach außen den Anschein der klassischen Schamanhütte weckt. Wie idyllisch. Ja, finden wir auch. Ja. Lebt ihr in ständiger Angst vor einer Fruchtfliegenplage? Nicht seit ich zu einem Aftershave auf Malathion-Basis übergewechselt bin. Äußerst verlockend. Danke sehr. Machen die am Zoll Schwierigkeiten, wenn ihr durch wollt? Du hast keinerlei Vorstellung davon.
Wir sehen uns. Okay, da dürfen wir nicht hindurch. Okay, zurück hier. Ich muss noch mal ganz zum Anfang gehen, noch mal ganz zum Landesteg. Tufenbock. Ui. Mein Tofu-Bodok. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Schade. Nein. Wir haben einen Tofu-Block mit dabei. Okay, wir gehen hier mal zurück. Haggis? Hi. Ja, also. Meine Güte, das ist eine große Flasche Lotion, die ihr da habt. Das ist richtig. Und wage nicht einmal daran zu denken, sie zu stehlen. Wir brauchen sie ganz bestimmt. Siehst du, das Zimmermannshandwerk kann und wird in diesem tropischen Klima die Haut vorzeitig altern lassen. Dies ist nur eine der vielen Härten, warum bestimmt die Lotion in diesen barbarischen Zeiten täglich gegenübersteht. Ei, und der Lotion den Mund besprühen, dass er uns beißt und mitgeführt hätten wir uns vielleicht zu Tode gekratzt. Wow, wenn ich ein Geschichtsreferat über Piraten schreiben und diesen Punkt mit einbringen würde, bekäme ich glatt eine 1+. Wir sprechen über eine sichere 1+. Und durch diese 1+ könntest du an der Universität deiner Wahl zugelassen werden. Denk darüber nach. Na sicher. Besteht denn keine Möglichkeit, auch nur einen Tropfen Lotion zu bekommen? Nun, vielleicht können wir einen Handel machen. Du siehst, wir müssen das Schiff reparieren. Sie ist undicht wie ein Sieb. Und aus einem unbekannten Grund sind die Schiffsvorräte an Teer erschöpft. Wie die vorherige Mannschaft ohne Teer an Bord die Segel setzen konnte, kann ich nicht nachvollziehen. Aber Fakt ist, solange wir kein Teer oder Ähnliches bekommen, sind wir dazu verdammt, auf dieser Insel zu bleiben. Ei, ich gebe dir die ganze verflixte Flasche Lotion. Wenn du etwas findest, womit ich das Schiff wieder zusammenflicken kann, sodass wir nach Hause können. Aha. Was willst du als Gegenleistung für die Lotion? Wir müssen den Schiffsrumpf versiegeln, aber wir haben kein Teer. Wenn du einen Ersatz für Teer findest, kannst du die Lotion haben. Also. Ich lass dich wieder an die Arbeit. Also ich hätte da zum Beispiel einen Tofu-Block vielleicht. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Hätte ja sein können. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Okay, nicht die Seife. Korken, Butterkeks. Ich will diesen Keks behalten. Vielleicht werde ich später hungrig. Tja, also. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass. Finden wir hier noch irgendwas anderes, was uns weiterhelfen würde? Können wir den Hund irgendwie ärgern? Uns mal beißt. Okay, vielleicht. Mein Pirateninstinkt sagt mir. Ich glaube nicht, dass. Au! Er hat mich gebissen! Sehr schön. Jetzt wurden wir vom Hund gebissen, jetzt haben wir was für den Barmann. Jetzt sind die Haare auch was wert. Haare. Hier ist etwas Haar von dem Hund, der mich gebissen hat.
Danke. Alle Zutaten, die ich benötige. Lass mich leise eine Ladung mischen. Muntermacher. Oh, viel besser. Hier, den Rest kannst du behalten. Aha, okay. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Tja. Ich möchte etwas Raffiniertes mit einem Schuss Eiche. Hey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink? Ich glaube, wir haben keine. Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. Sehr schön. Ein sehr schönes Schirmchen. Okay, wir haben einen Schirm. Autsch! Hier hast du deinen Becher zurück. Rübe frei. Okay. Können wir die trinken? Verdammte Kindersicherung. Ich bekomme sie nicht auf. Tja, also. Die Flasche ist verschlossen. Damit kann ich den Regenschirm nicht benutzen. Will ich noch was bestellen? Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher, sicher. Wie können wir da reinmixen? Die Flasche ist verschlossen. Verdammt, wie öffnen wir sie? Ich glaube, das brauchen wir. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Das hat sie geöffnet. Natürlich. Das macht den Drink umso ansprechender. Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich blöde Angelegenheit ist. Wäre ich eine reale Person anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Skull! Blödsinn. Trinke aus. Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Was passiert? Er fühlt sich tot. Sagte also der Leichenbestatter? Ich wollte ein Sargträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzen, Mord. Also was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von LucasArts gar nicht sterben. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ruhe in Frieden und all das. Okay. Ende. Haben wir das Spiel durchgespielt.